Freunde, es lodert ganz schön zwischen den zwei erfolgreichsten Clubs in Deutschland, Dortmund und den Bayern. Was ist passiert? Bei Sky 90 hatte Salihamidzic ja so ein bisschen ausgeteilt gegen Dortmund. Es ging darum, dass Marco Reus, er war vorzeitig weggefahren von der DFB-11 und konnte dann aber jetzt wieder spielen für Dortmund. Und das fand Salihamidzic nicht so toll. Er sagte bei Sky 90, das ist nicht meine Sache, aber ich finde das schon verwunderlich, wenn man von der Nationalmannschaft wegfährt und dann ein paar Tage später wieder spielt. Ja, da finde ich ja schon ganz interessant, dass er das mal so raushaut, weil zum Beispiel auch Thomas Müller war vorher weggefahren, konnte dann aber auch wieder spielen. Ja, Müller auch verletzt, aber trotzdem, so, das ist ja auch passiert. Und Zorc sagte jetzt Folgendes zur Bild. Salihamidzic sollte sich zu Themen von Bayern München äußern und zu uns betreffenden Themen seine Klappe halten. Was glaubt er eigentlich, wer er ist? Jo, Freunde, da werden ja ordentlich Töne angeschlagen hier. Man muss sagen, Salihamidzic hat noch ein bisschen mehr gesagt. Hatte unter anderem auch gesagt, ja, dass die Bayern-Spieler in der Regel dann nicht wegfahren würden von der Nationalelf. Unter anderem Gnabry hätte auch Rückenprobleme gehabt, wäre trotzdem da geblieben, hat gegen Island auch gespielt. Das mit Reus ärgert ihn ein bisschen. Und des Weiteren hat er auch gesagt, dass Reus ein Führungsspieler ist. Führungsrolle, wie soll das gehen? Da stehst du jede Minute auf dem Platz. Zwar hat er auch noch gesagt, dass Marco Reus ein guter Spieler ist, aber davor, wie gesagt, so ein bisschen wieder ausgeteilt. Ja, relativ deutliches Statement auch von Zorc, ja, vom BVB-Boss quasi noch hinterher, dass er dann darauf so kontert. Finde ich wahrscheinlich für die Mannschaft ganz gut, für die Moral, wenn man so deutlich dann auch zurück austeilt. So, ich glaube, das ist gar nicht so schlecht aus Dortmunder Sicht, ja. Wenn Salihamidzic, der traut sich auch ein bisschen mehr. So, der hat das in letzter Zeit, haut er ab und zu mal einen raus in Talkshows. Und so manchmal habe ich das Gefühl, er will so ein bisschen den zweiten Hoeneß machen. So, der war ja auch immer dafür bekannt. Abteilung Attacke. Vielleicht will er da so ein bisschen in die Fußstapfen von Hoeneß treten. Ich weiß es nicht. Und ich finde es aber in Ordnung, dass die Dortmunder sich da wehren. Oder was sagt ihr, Freunde? Was ist da eure Meinung? Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.